So, dann kommen wir jetzt wieder in den dritten Warp-Room. Okay. Wo gab's denn... Hier unten haben wir jetzt komplett. Ich meine, irgendwo im zweiten hätte es einen roten Edelstein gegeben. Also so ein Gitter. Ich glaube, das war hier. Gehen wir da mal direkt rein und holen uns die restlichen Kisten. Weil ich mag das, wenn das dann schon alles abgeschlossen ist und so. Man muss dann halt nicht nochmal zurück irgendwie. So. So lang war das Level auch, glaube ich, gar nicht. Also nicht so lang wie das erste. Ja, durch den Edelstein wird es jetzt halt länger gezogen. So. Geht halt ab hier wieder. Und da ist er. Gehen wir direkt mal drauf. Jetzt habe ich schon wieder den Geruch von diesem Fimo-Scheiß in der Nase, ey. Gibt es auch irgendwo so eine versteckte Kiste? Okay, da kommt man leider nicht hoch. Wäre cool gewesen. Okay. Na, willst du da hoch? Wow. Das hat mich... Hätte ich aber viel beruhigt. Ja. Ich dachte, man könnte ein bisschen die Kamera bewegen. Die sind irgendwie voll süß. Was ist das? Gibt's sie auch in Wirklichkeit? Ah, oh, ein Checkpoint. Das finde ich sehr. So, ich habe alles. Das ist gut. Das war sehr schön. Ich mag das mit dem grünen erleuchteten Hintergrund irgendwie so. Gefällt mir sehr gut. Allgemein die Eiswelten finde ich irgendwie voll schön. So. Und da ist die Kiste. Und wir hoffen einfach mal, dass wir alles haben. Ich glaube, wir müssen jetzt so ein bisschen zurücklaufen. Ich will das gar nicht sehen. Nee, müssen wir gar nicht. Das ist schön. Ich möchte jetzt gerne einen Checkpoint. Das war schön. Dankeschön. Weil sonst hätten wir wieder in dem Level von dem roten Edelstein angefangen. Was ich jetzt nicht so geil gefunden hätte.
War das alles? Sieht so aus. Ja, das war klar. Ich habe eigentlich noch gehofft, aber so viel Glück habe ich ja nie. Ich habe es dann doch noch versucht. So, ab ins Level. Bonus Level. Ich hoffe mal, dass es in einem anderen Level war. Yay, wir haben das Leben bekommen. Und hier hinten ist nichts. So, jetzt drückt mir gleich die Daumen, dass ich keine Kiste vergessen habe. Ich möchte dieses Level nämlich sehr ungern wiederholen. Nicht, weil es so scheiße war, sondern weil es dann jetzt doch recht lang war. Wow. Yay! Das ist doch wunderbar. So, jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich... Nee, da gibt's bestimmt... War das 7? Ja, dann gibt's da... Ich meine, da oben wäre ein 7er Level gewesen. In dem anderen Warp Room. Deswegen schätze ich mal, dass wir da durch den geheimen Warp Room hinkommen. Ja. So... Plant Food. Aber wir könnten erstmal abspeichern. Weil ich vertraue meinen neuen Playsies noch nicht so ganz. 35% haben wir schon. Ich glaube, ich sitze auf der Fernbedienung. Nein, ich sitze auf meinem Handy. So. Machen wir Plant Food. Da gibt es, glaube ich, wieder Zeit. Und da braucht man auch bei der Zeit eine Akkumaske. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Zeit. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Zeit. Jetzt haben wir auch keinen Akku mehr. Okay. Hier gibt's Zeit? Der gelbe Edelstein, meine ich, oder? Machen wir einfach mal. Ey, ich bin eindeutig da drauf gesprungen. Ja. Auf jeden Fall alles einsammeln. Außer Dragon Points. Ich möchte halt so viel Zeit wie möglich rausholen, damit ich dann nicht am Ende noch da rum am Kraxeln bin. Ja, wir haben 43 Leben, von daher... Was war das? Schon wieder. Na gut. Jetzt bin ich zu weit gesprungen. Okay, das geht so nicht. Man konnte es ja mal probieren. Dreimal. Dann muss ich mir da wirklich Zeit nehmen. Falls es überhaupt Zeit gibt, ich weiß es nicht. Ja, es gibt Zeit.
Keine Checkpoints. Ganz wichtig. Fuck! Toll! Nein! Was ist da für eine Kiste? Auf jeden Fall, es hat nicht mehr lange gedauert. Also so lange ist es noch. Ja, wir haben einen Mitleidsakku. Den wir hoffentlich nicht direkt verplempern. Da, ich hab die Taste zum Rutschen gedrückt, weil er hat nicht mehr gerutscht, weil ich zu spät gedrückt habe. Jetzt. Es ist so schlimm, ne? Ja, wir haben ja noch genug Leben. Und noch ein Akku. Ja, okay. Hier haben wir diesmal keinen verplempert. Schon wieder Kiste kaputt gemacht. So, so weit waren wir bisher noch nicht. Und da ist noch ein Akku. Nehmen wir den mit. Auf jeden Fall hierfür brauchen wir den. Weil hier hinten nämlich zwei. Also wir werden auf jeden Fall einmal da getroffen. Zack, da haben wir den Edelstein. Ich hänge fest. Nicht dann. Ach, dankeschön. Okay, wir holen jetzt alle Kisten. Ah, das wird ja jetzt wohl nicht so das Problem sein. Hoffentlich. Aber ihr kennt mich ja. Man kennt ja die Post. Ah, Finge! Ich sehe jetzt gerade erst, dass sie auch die Höhe ändern. Mir vorher noch nie aufgefallen. Der hier jetzt nicht, aber der oben, die beiden. Ach, guck mal. Mitleids-Checkpoint. So. Sind wir schon im gelben Überblick gelaufen? Nee, ne? Ich meine nicht. Ach ja. Auf jeden Fall werde ich aber zwischendurch meine Pause, also was heißt eine Pause machen? Ich werde die Aufnahmen unterbrechen, weil die Datei nicht so riesig wird. Ich nehme eh schon AVI auf. Dann muss ich das noch durch Virtual Dub ziehen. Und dann wird die Datei noch größer. Und ich habe da auch nicht unbegrenzt Speicherplatz. Ich hätte zwar 5 Terabyte im Angebot. Aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Weil dann dauert halt eh wieder stundenlang, bis die Datei mal im Videobearbeitungsdings ist.